Bonjour aus Paris. Morgen spielt die deutsche Mannschaft hier gegen Polen. Aber schon heute gibt es die erste Folge unserer EM-Fragestunde. Ihr schickt uns Fragen, ich beantworte sie. Naja, ich probiere es zumindest. Und los geht's mit den ersten sieben. Und die erste: Schmeckt das Wasser in Evian wirklich besser als anderswo? Nochmal kurz zur Erklärung: Die Mannschaft wohnt ja während des Turniers in Evian. Wir von Bild ebenfalls. Ich bin großer Leitungswasser-Fan und muss sagen, ja, es schmeckt tatsächlich ein bisschen besser. Frage Nummer zwei: Wer ist unser Kabinen-DJ? Das ist vor allem Jerome Boateng. Er legt in der Kabine vor den Spielen die Musik auf, vor allem R&B. Nummer drei: Teilen sich die Spieler ein Zimmer? Klare Antwort: Nein. In Brasilien gab es ja das berühmte Campo Bahia mit den Wohngemeinschaften unserer späteren Weltmeister. In Evian, Hotel Hermitage, ein ganz normales Hotel, Einzelzimmer für alle Spieler und natürlich für Bundestrainer Jogi Löw. Gibt es in der Mannschaft eine interne Tipprunde? Ebenfalls klares Nein, hat André Schürrle uns verraten. Gibt es nicht, zumindest hat er gesagt, weiß ich nichts davon. Also gehen wir davon aus, es gibt keine Tipprunde. Nächste Frage: Spielt Poldi gegen Polen? Ja, ich würde sagen, für die Startelf ist er aktuell kein Kandidat, aber die Chancen, dass er reinkommt irgendwann, stehen so ungefähr bei 20-80%, falls ihr versteht. Wieso ist Heiko Westermann nicht dabei bei der EM? Eine Frage, die uns ganz oft erreicht hat. Ich versuche sie möglichst ernsthaft zu beantworten. Ein Innenverteidiger, der vielleicht ein bisschen den Zenit überschritten hat. Er war ein sehr guter Innenverteidiger, war ja auch in der Nationalmannschaft. Eine Position, auf der wir bestens aufgestellt sind, vor allem mit Jerome Boateng und Mats Hummels. Deswegen Heiko Westermann, guter Typ. Ich weiß, ihr liebt ihn alle sehr, aber Nationalmannschaft, das war es, glaube ich. Letzte Frage für heute schon, dann sind wir schon fertig. Könnte Holland nachrücken zur EM, wenn Russland ausgeschlossen wird? Nee, können sie nicht. Russland spielt ja so ein bisschen auf Bewährung. Wenn dann nochmal was passiert mit den Hooligans, kann es sein, dass sie aus dem Turnier ausgeschlossen werden. Dann wird aber keine Mannschaft, auch nicht die Holländer, so leid es uns tut, nachgerückt. Geht nicht, weil da müssten die ja noch alle Spiele spielen. Ist nicht möglich. Deswegen ohne Holland diese EM. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Einsendungen. Schickt weiter gerne alle Fragen, die euch einfallen. Sportliche Fragen zur Aufstellung, zu Yogi, zu den Spielern. Aber vor allem auch schräge Fragen, bunte Fragen. Wir freuen uns auf alles. Dankeschön und bis morgen.